So. Ja, Kawasaki. Okay. Da komme ich jetzt schon mal wieder nicht so gut weg. Von dem hier. Das wird eng. Ich glaube nicht, dass ich da Erster werde. Mal schauen. Zweiter sind wir jetzt auf jeden Fall schon mal. Wo wir auch passen. Genau. Thierry Roux mal wieder. Ich glaube, den haben wir schon mal hier im Drag Race. Als Gegner. Ja, mit der Kawasaki. Das wird nix. Oder doch? Ha, 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 ha. Nice, doch Erster. Geil. Yep. Selbst wenn er sehr übelste Höchstgeschwindigkeit hat, oder definitiv auf die kurze Distanz mich nicht mehr einholen. Nope. Geil, Erster. Gold, passt. Reicht, sitzt wackelnd in der Luft. Perfekt. So, gib mir die Credits bitte und so weiter. Genau, 9000 Ruf mehr, zurück, passt. Sehr schön, das fertig. Können wir natürlich gleich danach mit dem Kopf an Kopf weitermachen. Auch mit der gleichen Maschine. Und dann gleich auch schon ab in die nächste Kategorie. Also Unterkategorie. Ich glaube, ein paar waren da ja noch. In den Super Sports. Da, da, ba, da, bam, bam, bam. Tja, falls ihr es gerade mir auch gehört hatte, bin ich gerade im Mikro hängen geblieben, beziehungsweise an den Popshots. Ja, sorry mal dafür. Tja, 30 Ränge gilt es ja hochzusteigen noch. Mal schauen. Genau. Naja, guck mal hier, 84 passt. Noch gute 170.000 Ruf bis Platz 1. So, jetzt haben wir hier Kopf an Kopf Abflug. Auch wieder die, ja. Genau. So, das hier hat man ja durch. Dieses Modell stammt aus dem Jahr 2000. Es zeichnet sich durch seine Leichtigkeit, seine Beweglichkeit und seine Stabilität in Kurven aus. Alles Verbesserungen, die dank des herausragenden Doppelholm-Aluminiumrahmens möglich wurden. Das Bike verdankt sein allgemeines Design seiner älteren Schwester, ebenso wie einige andere Features. Unter anderem das Suzuki Ram Air Direct SRAD System, das den Luftzustrom zur Airbox verbessert. Das sind Wörter hier teilweise. Sowie die elektronische Treibstoffeinspritzung, die für eine lineare und leichter zu kontrollierende Leistungsabgabe sorgt. Genau. Der Viertakt Vierzylinder DOHC Motor entfesselt 109,7 PS. Bei 11.800 Umdrehungen pro Minute und ein unglaubliches Drehmoment von 67,6 Newtonmeter bei 10.000 Umdrehungen pro Minute. So, sehr schön. Mal gucken, ob das reicht, den netten Herrn zu schlagen, Cavalier. Genau, mal schauen, ob das reicht. Hallo? Hörst du jetzt mal normal? Was soll denn das? Was war denn jetzt mit der Autopilot? Los. Ist der irgendwie kaputt? Okay, das war jetzt natürlich schon mal scheiße. So, 45 Sekunden müssen noch übrig bleiben. Hä, was? Och, what the fuck, zählt es jetzt hier? Hä? Als Abkürzung bricht das Ding ab oder was? Tatsache. Ach. Lol. Ja, gut. Und natürlich, wie es auch so ist, ne? Meine Tochter schreibt mal wieder WTF, was ist denn heute los? Ja, sorry, ich bin gleich sofort wieder da. So, liebe Leute, da bin ich jetzt schon wieder zurück. Ich hoffe, jetzt klappt es zumindest mal so, dass wir das Ding hier fertig kriegen. Ja.
scheint heute nicht der Tag zu sein, der Tage. Ja, auf jeden Fall weiß ich ja jetzt noch nicht über diese Hubbels rüberfahren, also nicht abkürzen, sonst bricht das Ding hier ab. Ja. So, dann fahren wir jetzt halt mal normal. Weitestgehend. So, was brauchen wir jetzt hier? Genau, 45, also gute Minute. Genau, so war das ja. So, da vorne fährt er. Ja, ein paar Kurven brauchen wir definitiv. Bis wir da dran sind. Ja doch, holen aber ganz gut auf. Das dauert jetzt nicht mehr allzu lange. So, jetzt dran denken, nicht abkürzen. So, da ist er. Ja, sehr schön. Zack. Einfach nur noch 4 Sekunden halten hier. Das ganze Gedönsel und zack, aus da. Perfekt. Das war's. Sehr schön. Da können wir uns die nächste Unterkategorie mal noch gucken. Oder anschauen. Nein. Weiter. Boah. Alter, das bleibt echt noch in Neustadt drauf. Boah. Jo, was hat das Ganze nicht gezählt? Zum Glück zeige ich es da nochmal so eine Warnung. Ah. Gut. So, alles klar. Das ist jetzt abgeschlossen. Also ein, zwei Rennen würde ich schon noch ganz gerne mitnehmen hier, der Aufnahme hier. Tja, also sorry mal für die ganze Fails, ne? Aber klar, Tochter geht vor, da muss ich natürlich kurz mal eine Unterbrechung machen für euch. Natürlich hier nicht wirklich ersichtlich. Weil, ja, stimmt es ja dann logischerweise so zusammen, dass es passt. Ja. Gut. Jetzt bin ich mal auf die Gesamtwertung gespannt. Also allzu lange dauert sie echt nicht mehr. Bis hier mal dann eine Trophy nacheinander kommen. 79 jetzt schon. Läuft. Der Siegfried Kloß, auch ein Deutscher. Haben wir überholt. Ganz klar. So, die World Super Sports. Einzelrennen, Teamrennen, Team, Meisterschaft, Meisterschaft, Meisterschaft. Gut, hat sich erledigt. Das heißt, nächste Kategorie, Historic Superbikes. Dann schauen wir da mal rein. Hier fing alles an. Wo die alte Garde noch einmal die Spannung von früher aufleben lässt und die Jungen die Geschichte ihrer Leidenschaft ausloten. Diese Bikes schrieben Geschichte, stellten neue Regeln auf und ließen die Träume von Fahrern und Entwicklern wahr werden. Ihre klaren Konturen wurden angepasst, doch sie kamen nie aus der Mode und sie stellen den Ursprung ihrer Gattung dar. Wer sie fährt, der begreift, dass jedes Modell nur ein Steinchen in einem Mosaik ist, ein Element einer Gleichung in der großen Geschichte des Motorradsports. Ja, da hat er wohl recht. Historic Superbikes. So, da haben wir natürlich noch nicht allzu viele, glaube ich zumindest. Schauen wir mal. Bike in der Garage verfügbar. Pre-Modern Superbikes. Die erste Kategorie. Einzelrennen, Einzelrennen, Dragrennen und Kopf an Kopf. Ja, perfekt. Das fängt schon richtig gut an. Also ab zum Dragrennen. Genau, die Ninja ZX-10R. Hä? Das ist ja praktisch. Na dann, können wir die gleich nehmen. Finde ich gut. Die ist natürlich auch gleich hier abgegradet. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, die bockige. So, bei der 2006er ZX-10R konzentrierte sich Kawasaki auf den Erhalt der sportlichen Eigenschaften des Modells, wobei die Aggressivität im Zaum gehalten werden sollte, um das Bike leichter kontrollierbar zu machen. Dank des Neudesigns der Einspritzung bot diese Version ein verbessertes Leistungsmanagement bei... ach, das hatten wir schon. Hahaha. Na gut, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Nein, fail. Also heute ist echt komischer Tag. Ja. So. Gut, einmal Drag, danach nochmal Kopf an Kopf. Der sollte hinhauen, hoffe ich. So, los. Rennen. Und nochmal los. So. Jetzt aber die bockige. Im Drag Race. Geil, wie der erste mal hier Vorsprung hatte, bis sie anzog. Dann war Game Over bei ihm. Guckt euch das an.
Adios. Tja, ne? Denn sie ist ja fast mittlerweile gar nicht mehr. Läuft. Da bin ich mal das Finale gespannt, wie der erstmal davon zieht. Tja, bis hier die Ninja hochdreht, dann ist Game Over. So, gegen Lucia Martinez. So. Mal schauen. Ja, zieht auch wieder gut davon. So, jetzt kommen meine. Ha. Okay. Das wird jetzt schon eng. Das wird richtig eng. Nö. Ja, lol. What the fuck? Naja. Halbfinale, immerhin. Scheiße. Okay. Voll abgekackt jetzt hier schon im Halbfinale. Oh Mann. Naja. Immerhin Bronze. Und so kriegen wir definitiv alle Klassen durch. So weiter geht. Krass. Dass ich keine Chance habe. Hm. Na, ist halt der Anfang ja die ganzen Dinger ja. Mit Anti-Wheelie etc. Was das Ganze hier gewaltig abbremst. Schade. Naja, Kopf an Kopf haben wir ja noch. Auch nochmal mit der bockigen. So, also wird jetzt nicht viel geben, vielleicht einen Rang, mal die zwei sogar, okay. Jo, 77, noch 76 Ränge to go. So, zack, Kopf an Kopf. Genau. Los. Na? So, genau. Da waren wir überall schon da. Hier, die angegebene Leistung blieb gleich, doch die Zylinderbank wurde in einem steileren Winkel angeordnet. 23 Grad statt 20 Grad. Um mehr Gewicht auf den vorderen Teil zu verlagern. Die ohnehin hervorragende Beweglichkeit wurde dank eines überarbeiteten Rahmens mit größerer Steifigkeit sowie neuen Befestigungspunkten für das Anbringen des Motors noch gesteigert. So konnte auch der Schwerpunkt des Bikes verlagert werden, was das Handling noch weiter verbesserte. Die Verkleidung wurde neu entworfen, um glatter und abgerundeter zu wirken. Okay. Jo. Schickes Teil. Der Vorderteil läuft spitzer zu. Ja. So. Läuft spitzer zu und der große Scheinwerferaufbau des 2004er Modells wurde durch zwei kleinere und bessere proportionierte Scheinwerfer in Tropfenform ersetzt. Gott, dann nicht. So. Schauen wir mal. Kopf an Kopf. Wie es aussieht. Eine Minute für Gold. Der Bauer. Alles klar. So. Ist aber schnell unterwegs. Diesmal nicht auf seinem Traktor. So. 1 Minute 25 ungefähr jetzt noch Zeit, das zu machen. Ja. Also ich komme schon näher, glaube ich zumindest. Ja, der war auch ganz schön gut Dampf hier. Ja doch, ich komme näher. So. Jupp. Und zack. Nice. Easy. Das hat sie einfach echt schnell. Also Kopf für Kopf ist echt einfach. Na. Das passt. Weiter. So, dann können wir jetzt natürlich gleich wieder die nächste Unterkategorie nehmen. Momentan schaut es gut aus, Babyphone geht noch nicht einmal an. Das heißt, 1-2 Ründchen können wir noch machen. So, ah, Bronze bei Drag Race, oh Mann. Tja, na, Silber hatten wir ja auch schon, Gold eh auch schon. Na, da muss auch mal eine Bronze her. So. Na, dann können wir beim nächsten Mal dann die Elite-Trophäen mittendrin wahrscheinlich mal angehen. Ja.
Jupp, 72. Sehr schön. Genau, nächste Klasse. Race Legend Superbikes. Ne, Race Legends Superbikes. So. Ah ja, hier ist ein Drag-Rennen. Alles klar. Ab dahin. Oh, RSV 1000R. Die haben auch schon geupgradet, aber was gibt's sonst noch? Halt, Moment mal kurz, wir haben jetzt hier. Genau, 8.4 und 8.1. Nö. Sind alle schlechter, also nehmen wir glasklar jetzt nochmal die. Und dann bolzen wir die jetzt diesmal weg. 8.4 Beschleunigung, 8.1. Auf hier. Oder auch nicht. Oh, leck mich doch am Arsch, was ist denn heute los? Ne, also komm. Sorry Leute, ne, dann machen wir einfach hier bei dem Drag Race das nächste Mal weiter und dann höre ich jetzt dann doch auf, weil anscheinend will heute keiner, dass ich das Spiel spiele. Na gut, deswegen lasse ich das jetzt hier. Seid trotzdem mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, beim nächsten Mal hoffe ich, dass hier da alles normal läuft und ja, wünsche ich was. Ne, haut rein, sorry nochmal und ciao.